Yu-Gi-Oh! Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro Online. Heutige Deck Pro Killer Beats mit einem 6 Samurai Deck. Ich könnte Instant auf Kageki, will ich aber First Turn irgendwie nicht machen. First Turn will man eigentlich nur auf Shien gehen. Ach, mach ich hol Shien. Ja, natürlich. Shien First Turn ist immer eine Sache, die man machen kann. Und da ist er auch schon. Na gut, ich weiß natürlich nicht, was du da verdeckt hast. Ring of Destruction und zweimal Breakthrough Skill. Der liegt also einigermaßen sicher. Ich wollte nur irgendetwas, was den Kastel abfängt. Das hätte mir schon gereicht. Das Hammer. Oh lol. Da jetzt die verdeckte Karte kam, halte ich mal Chainburn für relativ unwahrscheinlich. Ja, weil außerdem deren Monster setzt... Außerdem müssen vier Verdeckte nun lange nicht Chainburn heißen. Das kann doch irgendein Random Control Deck. Nein! Das Blöde ist, weil der jetzt kaputt ist, kann ich die Breakthrough Skill nicht aktivieren. Ach ja. Ernsthaft? Das Deck ist tatsächlich sehr random. Was ein Wichser, ey. Oh lol. Fail. Falsche Reihenfolge. Tja, er hat ja den Ring of Destruction zerstören müssen, ne? Mhm. Das ist ein totales Anti-Deck. Ja, yep, was hast du nur noch verdeckt? Zwei Breakthrough und ein Zwangs-Eva, das hebe ich mir aber auf. Okay, was kam? Gisan, das ist schon mal gut. Das heißt, die anderen verdeckten Karten sind wahrscheinlich so Kaliber, Bottomless, Solemn, Compulse. Alles der ganze sowas Käse. In der Richtung. Okay, was kam jetzt? Technik des zweischneidigen Schwertes, was sehr schön ist. Okay, dann mache ich es jetzt mal so. Ich hole jetzt Kisan und baller ihn danach, greife das Verdeckte an, um irgendwas zu ködern. Und wenn er dann angreifen will, baller ich ihm das in Reihe auf die Hand zurück. Oder nehme ich mal, ich rette, oder wenn es sich lohnt, Kisan überhaupt zu retten. Hängt er dann vom Feld ab. Hängt doch davon ab, was er jetzt macht. Eben. Also Kisan ist ja auf jeden Fall ein Bait. Genau. Für genau sowas. Okay, wir sind eine Bottomless los. Wir sind, oh wow. Wir sind eigentlich erst eine richtige Trap von ihm los. Die will ich jetzt aber jetzt noch nicht mit dem, mit der Zwangs-Eva abfangen, weil ich muss den jetzt erst wegschießen, bevor ich ihn wieder normal beschwören kann, damit ich überhaupt eine Chance habe. Irgendwas so, wow. Das bringt's voll, Kumpel. Also jetzt. Shiens Rauchzeichen, okay. Also, weg mit dem Viech bitte. Nein! Das wäre gar nicht nötig gewesen. Eine Breakthrough hätte es doch auch getan. Ach, stimmt. Oder nee, Quatsch, hätte es nicht, das hätte er trotzdem machen können, oder? Stimmt, weil der weggelegt wird. Das Dazwischenwerfen. Ich weiß nicht, ob das Dazwischenwerfen. Ja. Egal, so war's sicher. Ja. So, Shien, der nächste, bitte. Wobei, vielleicht wäre Amades besser gewesen. Nee. Der wehrt eine noch Falle ab. Oder den Pik. Erstens, wow. Wieso landet er auf dem Friedhof? Zweitens, wieso wurde der Effekt nicht aktiviert? Weil es gar nicht der Penguin Soldier war, sondern dass der die Schuhe. Achso! Sorry! So, das kommt jetzt wieder. Kann er sich freuen und sich ein Eis backen? Ja. So, wir haben noch die Breakthrough und was haben wir noch? Die Breakthrough. Achso, wir haben dort zwei Breakthroughs. Jo. Achso, das DD-Spielflugzeug ist zum Ausstallen. Was ein Pisser, ey. Na gut, ankotzen können wir auch, sag ich mal, ne?
Das ist jetzt zwar etwas unorthodox, was ich hier gerade mache, aber ich muss es so machen. Keine Einwände. Ist die Solem weg? Eben. Wir haben hier 6 Suchkarten drinne. Mhm. Aber warum beschwört er nicht sein Raio wieder? Ach so, weil er Angst hat, dass wir da einfach drüber rennen. Richtig. Das Spähflugzeug kommt ja immer wieder, Raio nicht. Wo du gerade Pisse sagst, fällt mir was Geiles an. Und zwar hat mein Strafrechtsprof mal erzählt, was ihm während seiner Referendariatszeit passiert ist. Der wird spezialbeschworen, oder? Ja. Was ihm während seiner Referendariatszeit passiert ist. Und zwar hatte er da mal eine Beleidigungsklage am Hals. Und meinte dann, eine Beleidigungsklage an sich ist jetzt ja keine... Also, die er verhandeln musste, meinte dann, eine Beleidigungsklage an sich ist jetzt ja keine große Sache und an sich war der Sachverhalt auch nicht besonders schwierig. Das Problem war jetzt nur, dass ich in der Klageschrift das Wort Pissnelke vorlese und dabei ernst bleiben musste. Und jetzt? Jetzt streichen wir den Flugplan, würde ich mal sagen. Ach so. Und dank seiner Makrokosmos fliegt die Vanities auch nicht so leicht weg. Andererseits geht jetzt aber unser Kieser wiederum flöten. Das stimmt. Aber ich würde sagen, das ist ein Preis, den es wert war. Weil solange der jetzt keine Honest hat, ich hätte das vielleicht besser nicht sagen sollen, haben wir keine Probleme. Ich habe gerade mehr Angst vor den 2 verdeckten Karten. Mhm. Was hast du gezogen? Eine Reinforcement. Okay, das heißt, wir wollen jetzt einen Raio erstmal versuchen wegzuschießen. Weil spielen kann ich die ja nicht. Außer wenn ich Breakthrough aktiviere. Was wir natürlich zur Not machen würden, so ist es nicht. Ja, ja. Er könnte was machen, will's aber nicht. Das heißt, er hat nur einen Effekt. Okay. Also. Du wolltest jetzt nichts holen? Alleine kann doch keiner was. Naja, aber du kriegst dann die 2 Karten. Na gut, aber die kriegst du nächste Runde. Nein! Die 2 Karten kriege ich nicht, weil ich die 6 Samurai vereint nicht auf den Friedhof legen kann. Ach so. Ich glaube, der wollte aber nur den Effekt rausbaiten. Der hat noch irgendwas. Hinfort, Schurke! Are you shitting me? Degenerierender Kreislauf! Der macht sich selber kaputt, das ist ihm hoffentlich klar. Ey, wenn wir jetzt sein Monster da wegschießen können. Ja, schön, wär's dann was könnten. Kenn ich aber nicht, hab ich's Falsche gezogen. Wieso? Wir müssen doch nur irgendwas haben, was da drüber rennt. Ah ne, aber wenn das der nächste Penguin Soldier ist. Müssen wir jetzt aber riskieren. Wie gesagt, der macht sich eh selber kaputt. Also du kannst jetzt 6 Samurai Verein nicht aktivieren. Genau. Na? GG? Ja. Yes, sir! GG. So, hoppla, er wird verbannt. Oh, hoppla, degenerierender Kreislauf. Hä? Ah, er kann sie auch stattdessen. Hä? Nee, dürfte eigentlich nicht. Dürfte er laut Kartentext eigentlich nicht. Okay, jetzt mal dumme Frage. Wieso hat das jetzt funktioniert? Es hätte nicht funktionieren dürfen. Nein, klar kann er es nicht zahlen, aber... Da stand ja, das ist nicht optional. Boah. So, wer zieht als erstes ein Monster? Darf ich fragen, warum du deine ganze Zone zugeballert hast? Hm? Weil ich darauf warte, dass er was macht. Deswegen. Wie? Was hast denn du? No Monster. Oh, ich hab ein Monster. Toll, ich hab das einzige Monster in mein Deck gezogen, das ich jetzt nicht spielen kann.
Und jetzt? Wieder keins! Was hast du denn da liegen, ey? Das... Monster! Danke! Hä? Was, hä? Das war eine Normalbeschwörung, ne? Ich bin doof, Divinity! Ich wollte gerade sagen, das war jetzt eine Normalbeschwörung, das ist dir natürlich klar. Ja, okay, neuer Plan. Du hättest ja schon reinrennen dürfen. Wie denn? Wie groß ist die Chance, dass er was mit weniger als 400 Def liegt? Gar nicht. Aber wenn da ein Penguin-Soldier gelegen wäre, wäre der Flip-Effekt getriggert worden. Weißt du was, das mache ich jetzt sogar wirklich. Oder so? Ah klar, er hat Kampfschaden angerichtet. Es war jetzt uncool, ein offenes Viech wäre mir wesentlich lieber gewesen. Wir sind langsam ziemlich low. Das wird wieder der Verbanner sein. Da können wir nicht reinrennen. Ach nein? Jetzt mit Armades geht's. Ach, Vanity! Das ist doch... Du kannst nicht auf Armades gehen. Die Vanity hätten wir nicht aktivieren sollen. Wir hätten das Duell überhaupt nicht so weit führen dürfen sollen können, weil degenerierender Kreislauf einen ziemlich festgesetzten Effekt hat. Ja, der hätte eigentlich... du? Ich weiß, dass in der Mitte der Verbanner liegt, das heißt... Nee, rechts liegt der. Das ist doch Mitte. Das mittlere Feld. Nee, er hat ihn doch in die Mitte gesetzt. Nein. Doch. Ah. Okay, der macht nichts. Und jetzt? Jetzt warten wir. Ich habe einen Plan. Er anscheinend auch. Was sollte das jetzt? Achso! Freie Zone. Sollte weg. Ja! Gut, das gehört jetzt wahrscheinlich auch zum Plan. Jo. Runter! Ach ja, da war ja was. Bab, Vanity. Nix gibt's. Doch, eine Sache gibt's. Ein leeres Feld. Nein, endlich. Jetzt kommt irgendein Kotzbrocken wieder. Nein! Ja. Wow, was ein Pisser. Bis gleich zur Deckbewertung. So, da sind wir wieder. Wie ich bereits gesagt habe, das Deck ist ziemlich standardmäßig eigentlich. Ich meine, klar, dreimal Kagemusha, dreimal Kizan, zweimal Kageki? Fragezeichen? Wahrscheinlich mit dem Argument kann man sich heraussuchen und man kann ja auch mit dem Ältesten draufgehen. Na gut, von mir aus. Ich glaube, es ist ganz gut. Ich meine, er spielt 19 Monster, das reicht doch. Es sind effektiv 19 Monster. Ja, weil hier noch 6-mal Search. Ja, ja, schon klar. Ja, Wobei, du musst auch noch die Askese mitrechnen. Ja. Wer kann da eigentlich auf was gehen? Denselben Attack, also das heißt, man kann... Hier nur Kagemusha und Ältester, aber langt ja auch. Ah ja, und theoretisch noch Kizan und Zani. Ja, okay, die ging theoretisch auch, aber die brauchst du höchstens, wenn du schnell... Ja, aber genau dafür ist wahrscheinlich auch noch gedacht, dass du mit dem einen den anderen holen kannst und dann schnell eine Vierer-Exis rauskriegst. Ja, wahrscheinlich. Damit spart man sich den Summoner Monk. Der hier tatsächlich überflüssig wäre, witzigerweise. Mhm. Ansonsten Trap-technisch alles wunderbar, Technik des zweischneidigen Schwertes ist gut, 7er Synchro lohnt sich nicht, weil du nur einen 5er drin hast. Oder war das ein 6er? In dem Fall lohnt sich die 8er Synchro nicht. Nee, ist ein 5er, also lohnt sich die 7er Synchro nicht. Wieso Safe Zone? Das wüsste ich auch gerne, ich sehe keine Synergie. Okay, gut, Kizan, nicht Kizan, Shien, aber... Naja. Blade Armor und Excalibur natürlich immer interessant, wenn man so spielen kann.
Ja, obwohl ich Blade Armor nicht so gut finde, Ja, würde ich ich eher meine, und Goldfisch haben. 101 geht halt ab und die schiere Hard Removals sind halt auch nicht zu unterschätzen. Castle Lynn oder her. Ja, Schatten der Sechs Samurai finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Nee. Was man machen könnte, wäre Dingens hier. Das heißt, nee, auch nicht wirklich das Wahre. Aber hier jetzt synchrotechnisch passt es auf jeden Fall. Und wie gesagt, Xyz-technisch, der Blade Armor ist nicht so pralle und der Schatten auch nicht. Stattdessen guck, dass du noch die 101 unterbringst. Und Dark Rebellion oder sowas. Und ich glaube, ich würde trotzdem. Würde ich. Ja, ich glaube, ich würde echt den einen Black Rose spielen, einfach weil Black Rose. Stimmt. Die Karte, ich meine, man kommt zwar selten drauf, aber die Karte ist einfach OP. Und ich meine, den Großmeister kannst du easy spezial beschwören, wenn du gerade den Kagemusch da draußen hast. Ja. Ansonsten ist das Deck echt gut. Side-Deck, sagen wir auch noch kurz was zu, weil das ja offensichtlich Ernst gemeint so ist. geht. Ja, also Defusion wahrscheinlich gegen Shadol. die drei MSTs sind natürlich gut. Drei Lichteinsperrende, da kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich persönlich würde drei Schatteneinsperrende spielen. Weil es gibt gerade in der Lichtmeta nicht so wirklich was, solange der neue Lightzone-Support noch nicht draußen ist. Und ich meine, klar knockt das deinen eigenen Sheen aus, aber ganz ehrlich, gegen Burning Abyss oder so, das ist ein Shadow Imprisoning richtig geil. Und der Sheen bringt da nicht so wirklich was. Maxi ist gut. Flying Sieben. Ich würde lieber Ojama Trio spielen. Bringt's mehr. Ist einfach ein viel sicherer Lockdown. Ja, Defusion ist natürlich klasse gegen Shadow. Kann man machen. Makrokosmos und D-Fissure. Kann Ja, man auch sehr man gut hat vorhin machen. gesehen, die Karten tun dem Deck nicht so sonderlich weh. Wir haben zweimal die Technik des zweischneidigen Schwertes, sonst arbeiten wir null mit dem Friedhof. Ja, man kann sich natürlich überlegen, statt der Breakthrough, Fiendisch zu spielen, aber das ist vielleicht, das sind dann vielleicht zu viele Permanente. Ich weiß es nicht. Ja, Breakthrough ist halt die Zone freiräumen und B, kannst du es im Friedhof nochmal spielen. Also Ja. ist nicht ganz so langfristig dafür flexibler. Yep. Gut. Das wäre es dann aber auch schon dazu, möchte ich meinen. Solange das Duell so kurze Bewertung, weil halt nicht wirklich viel falsch gemacht wurde und auch nicht viel dazu sagen gibt. Es ist einfach ein mehr oder weniger standardmäßiges Six Samurai Deck von ein paar Schnitzern abgesehen. Ja. Deswegen für nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes gibt es 12 Punkte. Ist ein solides Deck, mit dem man ganz gut was reißen kann. Also 12 Punkte hierfür. Wenn ihr uns eure Decks schicken wollt, guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich hab's nicht